Hallo, hallo. Ich möchte heute über Anfang und Ende des Channelns sprechen. Mein Name ist Inge Rehak oder Ingeborg Rehak, voller Vorname ausgesprochen. Ich bin seit 2005 ungefähr als Medium tätig. Ich habe es immer nicht so mit Vergangenheit, deswegen weiß ich die Zeiten meistens nicht so genau. So ungefähr. Und ich habe mich jetzt drauf spezialisiert, konzentriert, dir und Interessierten weiterzugeben, Medialität zu erlernen, beziehungsweise sie im Inneren die angeborene Medialität wieder erwachen zu lassen, die Freude dran wieder zu aktivieren und sie vor allem weiter auszubilden, zu trainieren, mehr Fokus drauf zu setzen und zu erkennen, worum es für dich ganz individuell bei der Medialität geht, wie du sie einsetzen möchtest, ob in der Freizeit oder beruflich und so weiter. Ganz, ganz großes Feld, was ich sehr liebe. So, zurück zu unserem Thema Anfang und Ende beim Channeln. Das ist etwas, was ich in meinen Kursen immer unterrichte, klingt immer so nach Lehrerin, Frau Lehrerin, was ich gerne als im Inhalt dabei habe, weil ich es wichtig finde. Ich möchte heute, ich schaue auf meinen Spickzettel gerade, 5 Gründe nennen, warum es wichtig ist, bewusst Anfang und Ende beim Channeln zu haben. Und dann gebe ich aber auch noch Informationen, wann es nicht sinnvoll ist oder wann man es nicht braucht. Also wenn dich das interessiert, bleib dran bis zum Ende, dann kommt es noch. Ich bin ein bisschen durch den Wind und aufgeregt. Ich glaube, das ist die Hitze, die wir hier haben. Es ist nämlich wirklich, wirklich hochsommerlich warm. Und da ist mein Hirn immer so ein bisschen langsamer. Also bitte verzeih mir, wenn ich Wortfindungsstörungen habe oder grammatikalische Probleme heute beim Video. Also, warum ist für mich schön und sinnvoll, bewussten Anfang zu setzen beim Channel und ein bewusstes Ende zu setzen? Punkt Nummer 1. Es gibt der Medialität den Raum, den Rahmen, es als etwas Heiliges zu sehen und dem auch Ausdruck zu geben. Also wenn ich irgendwie so rein stolper oder so zwischen Tür und Angel oder oh, mir ist gerade langweilig, wie auch immer, ich schaue mal hier und da kreuz und quer, dann habe ich hier nicht so viel Wertschätzung und ich verwende das Wort heilig einfach gern in dem Zusammenhang, was das für mich ist. Medialität ist etwas Heiliges und damit gebe ich dem auch einen Rahmen, der das zum Ausdruck bringt, nämlich Wertschätzung. Punkt 2 ist, dass ich Medialität, wenn ich einen bewussten Anfang setze und ein bewusstes Ende, und das werde ich nicht jetzt bei jedem Punkt wiederholen, sonst wären wir alle wahnsinnig dabei, dass ich sehr bewusst einsetze. Es ist ein sehr bewusstes Channeln. Und das weißt du ganz bestimmt. Alles, was wir bewusst machen, hat automatisch mehr Tiefe, kann mehr Intensität erreichen, kann mehr Weite und mehr Sinnhaftigkeit erreichen. Also damit schaffen wir den Raum, dass wir es bewusst einsetzen und so auch mehr rausbekommen aus der Zeit, die wir dafür einsetzen. Punkt 3, ganz relevant, wenn wir dieses Ding machen, das ich nicht wiederholen will, dann, sorry, ich bin halt echt ein bisschen, was passiert dann? Dann können wir damit auch sicher gehen, dass wir uns ausrichten, mit wem wir uns verbinden. Du glaubst nicht, wie viele E-Mails ich bekomme und Nachrichten. Ich weiß nicht, mit woher das kommt, von wem, mit wem. Wie geschieht das alles? Naja, das liegt an dir, den Rahmen zu setzen, beziehungsweise den Fokus zu setzen, mit wem du dich verbinden willst. Ja? Das hat auch damit zu tun, das gebe ich damit dazu rein, weil wir das damit auch sicherstellen können. Punkt 4, wir öffnen durch ein Jetzt beginne ich unsere Sinne ganz anders. Es ist nicht so, ich liege so halb quer über die Couch und frage mal so, sondern es ist so, okay,
jetzt ist dieser Zeitpunkt, jetzt beginne ich. Ich öffne meine Sinne anders, ich bereite mich anders vor. Es ist nicht so von einer Millisekunde auf die andere, sondern ich denke mir vielleicht heute um 15 Uhr oder um 18 Uhr oder um, keine Ahnung, 23 Uhr, 33 werde ich medial üben. Und da beginnen sich die Energien schon vorzubereiten und dann bist du mit, dann sind deine Sinne offener, deine Wahrnehmungskanäle sind offener und wieder, du kannst mehr erreichen und mehr eintauchen in das Ganze. Und Punkt 5 ist, es hilft dir, und das ist wirklich sehr, sehr relevant für viele von uns, mich eingeschlossen, es hilft dir, dich energetisch abzugrenzen. Denn wenn du so tralala reinschlüpfst in die Medialität, dann schlüpfst du auch meistens tralala raus, beziehungsweise ganz ohne tralala. Du gehst gar nicht mehr raus, weil du hast vielleicht deine Antwort schon, du hast deine Botschaft vielleicht schon und denkst, oh gut. Und das bedeutet, dass deine Kanäle offen bleiben, dass da ständig ein energetischer Fluss ist und das wirkt sich so aus, dass du die Erdung verlierst. Ich nenne jetzt Worst Case, schlimmster Fall, dass du die Erdung verlierst, dass du, dass es wahnsinnig anstrengend ist, dass du sehr müde wirst, dass du das Gefühl hast, du bist irgendwie verfremdet, nicht ganz du selbst und das ist gar nicht nötig. Ja, dann fließt das und fließt das und fließt das weiter, umso mehr, wenn du einen oder mehrere Klienten hattest. Ganz, ganz wichtig, also die Energien abgrenzen, energetisch abgrenzen, die Zeitspanne deiner medialen Arbeit, Vorbereitung, Nachbereitung, mach mal alles in den Kursen. Ja? Aber ich will nur nochmal über die Bedeutung des Ganzen sprechen. So, ich werde auch die Kurse verlinken, keine Sorge, du kannst dir deinen Überblick schaffen. Es gibt kleinere, größere und da ist für jeden was dabei, der sich dafür interessiert. Genau, was ich noch dazu gebe, ist unsere kostenlose oder meine kostenlose Facebook-Gruppe, die für Interaktion ist, zum Austausch untereinander und Erfahrungen austauschen und einander motivieren. Die verlinke ich auch. So, das waren die 5 Punkte. Ich wiederhole es nochmal. Heilig, was Heiliges, bewusst in die Verbindung gehen, wissen, mit wem ich mich verbinde, meine Sinne sind offener dadurch und ich grenze energetisch ab. Du siehst, das hat schon Relevanz und deshalb ist es jetzt umso spannender herauszufinden, wann das gar nicht nötig ist und warum. Ich baue gerade einen Spannungsbogen auf, merkst du schon, kannst du schon kaum erwarten, dass ich ausspreche, was da meine Meinung ist. Okay, dann lege ich jetzt los, ich will dich nicht quälen. Also, du brauchst es dann nicht, wenn du eh schon in Millisekunden mit deinem liebsten geistigen Teammitgliedern in Verbindung bist, wenn du eh schon permanent kommunizierst, wenn dein geistiges Team, deine Geistführer, deine Engel schon so nah sind, dass es ohnehin so ein Hin und Her ist, als würden die neben dir sitzen und du sagst, hey, was sagst du zu dieser Sonnenblume? Gefallen dir die auch? Ja, so. Also, wenn du schon fortgeschritten bist, wenn du schon viel gemacht hast und wenn es schon so was Natürliches, Selbstverständliches geworden ist, dass ein zeremonielles Beginnen und Enden fast sich wie eine Bremse anfühlt. So, es ist ja eh schon alles da, aber jetzt muss ich noch dieses Anfangsritual machen. Und ja, also wenn es schon so natürlich ist und es gilt für Fortgeschrittene, wenn du am Anfang stehst oder es noch nicht bewusst gemacht hast, rate ich dir, das auszuprobieren. Entweder du kommst in meinen Kurs und schaust nochmal, wie wir das machen genau, mit allen Aspekten, oder du erschaffst dir selbst ein Anfangs- und Endritual. Schau, was für dich stimmt. Natürlich gilt das, können Fortgeschrittene das genauso machen. Aber wie gesagt, wenn schon sehr viel Vertrautheit ist, wenn schon so eine Entspanntheit ist in dem Thema, dann braucht es Anfang und Ende nicht immer. Wann ich es immer empfehlen würde, es gibt eine Situation, wo ich ausnahmslos das immer auch selbst mache in der Arbeit mit Klienten.
Weil wenn du mit Klienten arbeitest, verbindest du dich nicht nur mit der geistigen Welt, sondern auch mit dem Klienten oder der Klientin energetisch. Das heißt, wenn du da keinen bewussten Anfang, kein bewusstes Ende setzt, dann kann das Tage bis zu Wochen durch dich fließen, weiterfließen und du bist gar nicht du selbst, sondern bist im schlimmsten Fall in den Themen des Menschen, der bei dir war. Da unbedingt machen. Ansonsten probier es für dich aus. Probier das eine aus, das andere, was besser funktioniert, was sich besser anfühlt und schreib mir in die Kommentare hier unten rein. Das würde mich nämlich freuen. Bist du pro Anfang und Ende oder sagst du, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, funktioniert für mich nicht. Anfang und Ende ja oder Anfang und Ende nein. Schreib es mir in die Kommentare, freue mich drüber und dann wünsche ich dir einen super genialen Tag. Wenn es bei dir auch gerade Sommer ist zu dem Zeitpunkt, wo du dies schaust, wünsche ich dir einen super schönen Abend, vielleicht lau und gemütlich und entspannend. Und hab eine schöne Zeit und das war's, jetzt fange ich an zu plappern. Alles Liebe und Gute. Ciao!